Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Und heute werden wir versuchen, in Le Kirche hineinzukommen. Und oh, was sehe ich hier? Komm ich da wie rein? Es gibt's doch nicht. Wieso ist hier alles so schwer verschlossen? Es muss doch irgendwie einen anderen Weg geben. Wieso liegt hier überhaupt eine tote Sau? Fragen über Fragen. Und doch keine Antworten. Okay, wie spät ist das? Wir warten mal einen Moment, ja? Bis um 12. Vielleicht sind die Türen ja dann offen. So. Sind die Türen jetzt offen? Sehr schwer. Ach komm. Mach mal jetzt kein Scheißspiel. Oh, Essen. Aber ich habe schon gegessen, ne? Wie sieht's aus mit meiner Hungrigkeit? Jetzt liegt die Sau woanders. Die ist gar nicht tot. Sattheit 64, ja. Die ist gar nicht tot, die liegt da einfach nur. Oder? Seltsame Sau. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Okidoki. Ich muss mal kurz lauter machen. Sonst höre ich nichts. Ich werde nochmal die anderen Türen kontrollieren. Zu. Warum ist alles zu? Was soll denn der Scheiß? Wie soll ich denn da reinkommen? Ohne es zu knacken. Waren wir da nicht schon mal drinne? Okay, müssen wir Leute beklauen, das geht nicht anders. Wir haben noch eine einzige Tür, die möchte ich gerne kontrollieren. Und dann, ja, den Baumeister vielleicht. Ich weiß das nicht. Oh, ist ja schwer. Komm schon. Gibt's hier nicht noch eine Tür? Wieso? Da unten war nichts, ne? Nee. Ich würde mich erinnern. Ich wollte gerade sagen, wieso läufst du nackt durch die Gegend? Okay, Baumeister. Ich will nur spicken. Schlüssel? Noch ein Schlüssel. Okay. Der Baumeister wird ja wohl hier irgendwie einen Schlüssel für haben, oder? Was sind das für Schlüssel, die du hattest? Du musst doch irgendwie einen Schlüssel für haben. Ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Hintertürchen gibt. In der Kirche. In der Kirche. Ja, der nächste Gedanke wäre natürlich da nach oben gehen, aber ich glaube nicht, dass wir da durchs Fenster kommen. Und mal seinen Kohl zertrampelst. Hehe, dann nehme ich meine Alte gleich mit. Okay, Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ich würde sagen, wir müssen eh schlafen. Legen wir uns einfach zu denen. Gesellen wir uns dazu. Und dann schlafen wir so bis dahin. Und dann müssen wir halt versuchen, die Leute zu beklauen, bis wir einen Schlüssel finden. Wieso ist das überhaupt so schwer? Scheiß Schlösser. Wer sollte in eine Kirche einbrechen? Ja gut, ich denke, es gibt viele, die sehr gerne in eine Kirche einbrechen im Mittelalter, um da die Sachen zu klauen. Weil die haben da halt die ganzen Kelche und hier und da und das ist alles bestimmt recht wertvoll. Nicht so wie heutzutage, wo da einfach nur leere Bänke sind. So, Verwundete zu beklauen bringt, glaube ich, eher weniger. Den Bruder hatten wir ja schon beklaut. Ich möchte es gerne nochmal versuchen. Was? Hör auf! Hey! Ich möchte etwas von Ich dir möchte lernen. etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Das tue ich. Ja. Dann bist du genau richtig. Jemand, der weiß, was er tut, wird die Aufgabe im Handumdrehen erledigt haben. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst, und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, okay, mache ich. Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist?
Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Okay, verstanden. Verstehe. Bist du immer noch so auf mich, weil ich dich beklaut habe? Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Okay. Ja. Ein Dieb! Nein, ich mach die Tür zu. Da ist ein Dieb! Wache! Fuck. Okay, kein Problem. Die werden uns nicht finden. Wenn wir uns hier verstecken. Ich wollte übrigens, Grafikeinstellung, FPS anzeigen, dann brauche ich nicht. Sichtfeld. Ich hätte gerne mehr Gamma. Spieleffekte. Man kann hier einfach nicht mehr Gamma einstellen. Dieses Spiel unterstützt Eye-Tracking. Mehr über die Ingame-Features und darüber. Aha. Keine Ahnung, was mir das bringt. Okay, ich kann einfach die Kamera nicht einstellen. So ein Scheiß. Wache! Okay, wir haben also eine Aufgabe von ihm bekommen und jetzt müssen wir auch noch wegen ihm von der Wache flüchten. Klasse. Wo schlafen denn die ganzen religiösen Heidis? Da drin vielleicht. Ah. Okay, dafür muss ich anders laufen und ich hoffe, dass die Wache mich nicht erwischt. Ja, jetzt suchen die natürlich nach mir. Scheiße. Warum? Egal, ich kann mich eh rausreden, wenn sie mich ansprechen. Die sprechen mich nicht an. Nein, ich bleib nicht stehen. Sorry. Hey, du, halt! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Ich warne dich. Ist ja gut. Ich ergebe mich. Hey, du, halt! Ich ergebe mich doch! Ich ergebe mich! WTF! Du warst es also, der sich geprügelt hat. Hä? So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ich habe mich nicht geprügelt. Oh Gott, ich kann ja... Leg dich nicht mit mir an, kann ich gut machen. Willst du mich verarschen? Der WTF! Weißt du nicht, wer ich bin? Reiß dich am Riemen oder ich mach so viel... Welches... Ja, hier. Fluch. Also gut. Gib mir die. So ein Scheiß. Ich habe ihn nicht geprügelt. Ich wollte aufgeben. Er hat aus Versehen geschlagen. Hier, tschüss. Ist hier irgendjemand, den ich beklauen kann? Nee, ich hätte gedacht, die sind hier. Hä? Was hast du hier zu suchen? Was? Lebensmüde, was? Gnade! Ha. Genug! Dann du gewinnst! Verpiss dich und komm nie wieder! Ja, cool. Was ist denn? Wieso? Hä? Slap hier. Das ist meiner. Hey, wo ist deine Fackel? Du kannst. Ah, ja, ist ja gut. Jetzt wurde ich sowieso erwischt. WTF. Was ist ein Scheiß? Okay, probieren wir es hier draußen. Vielleicht gibt es hier doch irgendwie einen Zugang. Aha! Oh. Na gut. Genau wie ich dachte. Hier sind keine Gebeine. Kann ich nicht irgendwie graben? Sieht gewöhnlich aus. Etwas zu gewöhnlich. Was? Du wolltest mich doch verarschen, oder? Hier sollte ich die ganze Zeit hin? Oh nein, oh Gott, nein. Und ich wollte die ganze Zeit einbrechen. Und hätte ich es irgendwann geschafft in 10 Folgen, weißt du? Hätte es mir nichts gebracht. Weil da nichts gewesen wäre. Geil. Und ich komme nicht mal hier hoch. Meine Fresse. Wozu sind Treppen gut? Geht doch. Ach Gott, ist das dämlich.
Und unten ist nichts, ne? Das weiß ich. Was ein Scheiß. Jetzt wurde ich dafür festgenommen und hast du nicht gesehen. Ach ja. Hauen wir einfach ab. So, okay. Jete Unkraut. Aber ist wahrscheinlich nur eine Nebenquest, oder? Also es ist eine richtige Nebenquest, keine Aktivität. Ja, gut. Tierzähne habe ich. Rabenfeder muss ich noch kriegen. Ist optional, ne? Hundehaut habe ich. Erledige. Oh. Aber brauche ich nicht. Ich habe Hundehaut. Suche Andreas den Wirt auf, sobald du Federn, Zähne und Hundehaut hast. Ja, gut. Wolfszähne. Achso, ja, stimmt. Dafür muss ich ein Ebe erledigen. Aber das habe ich ja meinem Pferd gegeben, soweit ich weiß. Brauche ich nur Rabenfedern. Woher die ich auch immer die bekomme. Okay. Beschaffe bessere sterbliche Überreste. Okay. So, ja, schön. Danke. Scheiß Bug. So, sterbliche Überreste. Wir müssen hier irgendwie Friedhof oder so finden, ne? Weil ich glaube, hier finden wir nichts. Was sagt uns denn die Karte? Und erforschter Ort. Haben wir hier irgendwie Friedhof oder so? Ja, hier sieht das so ein bisschen noch aus, ne? Ja gut, hinter mir. Ich weiß, ich könnte mein Schwert benutzen, aber nö. Kann man die überhaupt töten? Ich hätte gerne die Federn. Guckt euch dieses verdammte Huhn an. Wie es abgehauen ist. Ich wusste, dass Hühner das Böse sind. Jetzt geht er auch noch ins Haus. Willst du fliehen? Dämliches Hühnchen, ey. Ey, aber ich habe irgendwie keine Federn bekommen, auch wenn ich die Federn gesehen habe. Kirche. Hier ist die Kirche und... Hier sind... Wieso kann ich hier nicht graben? Das ist doch ein Friedhof. Aha. Ein leeres, zugeschüttetes Grab. Geil. Hier ist doch nichts sonst. Aber ich hab gedacht, ich hab's. Ah, hier ist noch eine Schaufel, okay. Das heißt, hier können wir auch noch graben. Ah! Knochen, Groschen. Okay, nice. Wir haben alles, was wir benötigen und damit können wir auch eigentlich wieder zurück, ne? Ferdinand! Hallo. Ah. Gut, dann auf geht's zurück. Dass wir so viel laufen müssen bis da hinten hin. Das ist ein Scheiß. Und dann werden wir direkt Unkraut jäten, weil wir müssen die Quest sowieso tagsüber abgeben und ich würde gerne tagsüber jäten. Ich würde auch gerne tagsüber laufen, aber naja.
Au, 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 au. Autsch. Die Katze liegt gerade unter mir und ich habe ihn aus Versehen am Bauch berührt. Es hat nämlich gewittert und nachdem der erste Blitz kam, ist er wie ein Feigling zu mir gerannt. Zu Herrchen, nicht zu Frauchen, nein, zu Herrchen. Ich hoffe, das hat sie gehört. So, ach, Unkraut jeden, ne? Ja. Gut, das will ich ja tagsüber machen. Klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Ich habe da was für Sie. Los, verschwinde. Das muss doch nicht sein. Hä? Scheiße. Hau ab. Ich wollte doch nur helfen. Na gut, warten wir bis Tag ist. So. Wow. Ich dachte schon, jetzt hat er das Bett gewechselt. Nein. Der wird dann hier wahrscheinlich irgendwo sein. Sebastian Verdammt. Vom Berg, ja. Geht's dir gut? Nein, hey! Ich würde gerne meine Fackel entfernen. Moment, das kommt mir hier so bekannt vor. Hier wollte ich immer rein. Jetzt bin ich endlich hier. Sehr schwer. Ach Mann. Als ich halt für mich alleine gespielt habe, wollte ich hier so gerne rein. Einfach nur, um mit jemandem zu sprechen. Aber naja. Hallo Urban. Ich habe einen Knochen des heiligen Prokop. Ich habe einen Knochen von den Gebeinen des heiligen Prokop. Wirklich? Zeig ihn mir. Sieh nur. Ah, ist der wirklich vom heiligen Prokop? Natürlich. Natürlich. Ich würde dich niemals hintergehen. Du hast recht. Mein Gott, welch Heiligkeit. Ich schulde dir was. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Groschen haben noch nie geschadet. Geld ist immer gut. Du hast es dir wahrlich verdient. Hier. Und Heinrich. Ja? Ich wollte die Reliquie nur berühren. Falls du also etwas unerlaubt genommen hast, solltest du es zurückbringen. Möge Gott über dich wachen. 300 Groschen. Ich habe, um das Ganze zu schaffen, mindestens 500 ausgegeben. Aber naja, gut. Egal. Ich könnte die Leute hier noch beklauen, ne? Naja, aber das ist bestimmt noch Aufgaben für mich, ne? Himmel, was willst du jetzt wieder von mir? Trophäen. Ich habe, Trophäen. Dann zeig her. Dieses Pack hat es verdient. Stimmt, ich musste, bei Aktivitäten dieses Mal Räuber töten. Die Sache mit dem Lager ist erledigt. Das Lager ist Geschichte. Ach ja? Und wie kannst du das beweisen? Hiermit. Schön leise gesagt. Gut, hier ist deine Belohnung. 1925 Groschen. Heilige Scheiße. Was das? Ja, cool. Ja, ich habe ziemlich viele Anführer besiegt in meiner kleinen Selbstspielphase. So, ja, cool. Damit hätte ich das auch erledigt. Nice. Heute ist der Tag der Erledigung, Freunde. Und jetzt pflücken wir natürlich nur... Soll ich alles pflücken? Ohne Distel. Ich kann nicht anders. Ich meine, so sehen wir das Unkraut auch schneller. Guckt euch an, wie das Unkraut plötzlich verschwunden ist, nur weil wir das Beinwell mitgenommen haben. So, da nehmen wir auch mit.
kann ich alles gut gebrauchen, wenn ich später vor mich hin zaubere. Stimmt, wir haben ganz viele Tränke gebaut, ne? Die muss ich noch einsetzen, habe ich ganz vergessen. Ich habe so lange schon nicht gespielt, weil ich zu viel aufgenommen habe. Muss gleich nochmal kurz in mein Inventar gucken, was wir haben und wie ich das nutze. So, hier noch ein bisschen. Alter, wie viel? Oh, Löwenzahn. Das muss ich natürlich pflücken. Ich frag mich, was er gleich dazu sagt, wenn wir alles gesammelt haben. Hm. Ja gut, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf. So, nur habe ich aber alles mitgenommen. Was ist das für eine komische Quest? Unkraut optional. Jäte das Unkraut in Bruder Nikolobons Graden. Ja. Habe ich jetzt gemacht. Und du? Muss Nikolaus sterben? Ich will die Quest nicht haben. Halt! Löwenzahn. Ah ja, ist ja gut. Scheiß Bug. Aber jetzt habe ich wirklich alles. Kannst du mir nicht erzählen. Wie soll man das alles finden, wenn man nur das Unkraut jätet? Ich bin halt froh, dass ich mich entschieden habe, alles zu klauen. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt sonst nichts mehr. Na gut. Nikolaus, sorry, du musst sterben. Bist du das, Nikolaus? Baumeister, nein. Schläft er noch? Ich habe getan, was du wolltest. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Aber natürlich. Nicht ein Blatt vergeudet. Nicht ein Blatt vergeudet. Freut mich, das zu hören. Ich werde mich selbst überzeugen. Oh. Sicher. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Ich werde niemals jemanden kennenlernen, der mich in Alchemie unterrichtet, glaube ich. Aber du hast Glück. Die Quest ist erledigt. Oh Gott, da gehe ich jetzt hin. Okay, ich bin weg. So, okay, eine Quest haben wir noch, habe ich gesehen. Oder zwei, ne? Ja, Unkraut. Oh Gott. Okay, ich muss mitlaufen. Fuck. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Oh, hätte ich die Quest zu seiner Zufriedenheit gemacht, hätte er mich bestimmt gelehrt. Oh, die Katze ist weg. Ich kann meine Füße ausbreiten. Ah, oh, ist das schön. Ja, hat aufgehört zu stürmen, Kleiner. Oh, oh. Ich glaube, du wirst mich verhaften lassen, wenn er das sieht. Oh Gott. Warum kannst du mir nicht einfach glauben? Glaub mir doch einfach. Ach Gott. Ich könnte einen Happen vertragen. Alles leer. Jetzt sitzt hier einfach dran vorbei. Aber wenn die Quest gleich nicht fertig ist, ne, dann bring ich dich um. Bekomme ich jetzt meine Belohnung? Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Lebe wohl. Oh Gott, lass ihn fallen. Das nehme ich mit. Das Brot brauche ich auch. Alle zugeschlagen. Tschüss! Oh Gott. Niemals! Er hat's verdient! Ich habe gearbeitet! Ich habe für ihn gearbeitet, er wollte mich nicht entlohnen! Ich
Ich muss sie wohl alle töten. Ich werde sie alle töten, Freunde. Ich werde nur mal kurz was essen. Ich ziehe mir nämlich ein Brot rein. Und das Bier. Ein bisschen mehr vielleicht. Bug beheben. Von dem Bogen rausholen und dann werde ich sie einfach alle töten. Was machst du denn da? Du! Bleib sofort stehen! Oh fuck. Das wird ein feiner Bogenmatch. Ah. Oh Gott. Okay. Er ist besser als ich. Ich muss noch eine Runde fliegen. Willst du mich verarschen, Junge? Oh. Okay. 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 Ich gebe auf. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich! Tötet mich nicht! Ich bin unschuldig! Gut, dann ergebe ich mich halt nicht. Ich komme wieder und dann seid ihr alle tot. Ich schwör's euch. Ich werde diese Stadt ausradieren. Ich werde sie ausradieren. Niemand wird sich mir im Weg stellen. Oh Gott, ich bin tot. Oh nein. Ich werde nachts wiederkommen, Freunde. Hohohoho. Wird das eine Rache? Die beste Racheaktion aller Zeiten, wenn ich das hier überlebe. Okay, zum Glück habe ich Bandagen. Oh, falsche Taste. Sonstiges. Kann ich noch eine? Das war's? Ne, mein Pferd hat noch Bandagen. Oh Gott, habe ich all meine Bandagen verbraucht? Ist doch gar nicht eingesetzt. Naja, gut. Ich blute noch. Kacke. Ich brauche Hilfe. Die suchen schon nicht mehr nach mir. Ich hatte so viele Verbände. Wo sind die hin? Die sind nicht in meiner Main-Truhe, oder? Es kann sein, dass die in meiner Main-Truhe sind. Moment. Karte. Da will ich hin. The fuck? So. So, ich werde mich erstmal darum kümmern, dass ich versorgt bin. Und dann werden wir die Rache machen. Wahrscheinlich morgen. Ist mir scheißegal, ob mich die ganze Stadt hasst. Ich werde sie einfach alle umbringen. Das haben die verdient. Ich wurde nicht entlohnt für das, was ich getan habe. Also nicht der Mord, sondern dieses Unkrautjäten. Er meinte, es ist nicht vollendet. Es ist nicht vollendet. Ich habe alles mitgenommen. Und er sagt, es ist nicht vollendet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das kann ich nicht akzeptieren. Er hat selber Schuld. Ganz ehrlich. Hallo, ich brauche Essen. Oh, dieser Scheiß-Bug, ne? Regt der mich auf. Bist du der Wirt? Scher dich fort. Ich will nicht mit dir reden. Ach, Mann. Schlafplatz. Könnte ich hier... Da lässt sich sehen. Für wie lange? Mehrere Kann Nächte. Ich gleich... Gut. Hier bin ich. Okay. So, eine Butze mehr für mich. Ist das mein Zuhause? Nein. Das ist mein Zuhause, ne? Ja. Also gut, öffnen wir erstmal die Truhe. Wir haben hier ein vergammeltes Brot, cool. Hä? Wo sind halt meine Verbände? Ach da, 24 Stück. Komm. Nimm sie alle mit. Okay. So.
Dann schlafen wir noch. So, bis, ja, bis dahin. Und dann kommen wir nachts nämlich angeschlichen und werden sie alle ausrotten. Allesamt. Ja, Freunde, aber das wird dann erst morgen geschehen. Wir sehen uns morgen zur großen Racheaktion wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.